Samstag ist Derby-Time und die Frage stellt sich, werden die Preußen ein blaues Menga erleben oder werden sie vielleicht auf die Siegertstraße einbiegen? Neben mir steht Benjamin Siegert, hat mal in Osnabrück gespielt, jetzt in Münster. Neben ihm steht Adi Vaku Menga, hat mal in Münster gespielt, spielt jetzt in Osnabrück, erfolgreichster Torschütze. Die Frage ist an Benny Siegert, wer gewinnt eigentlich dieses Spiel? Münster gegen Osnabrück. Wer das Spiel gewinnt, das werden wir morgen sehen, morgen nach dem Spiel selber. Aber ich persönlich hoffe natürlich, dass wir das Spiel gewinnen, sodass wir als Sieger vom Platz gehen. Aber das werden wir nach dem Spiel erst sehen können. Adi, was meinst du, wer gewinnt? Das hat Benny schon gesagt. Und also morgen ist ja ein entscheidendes Spiel und wir werden auf jeden Fall Gas geben, dass wir die 3 Punkte aus Osnabrück mitnehmen. Und ja, da freuen wir uns auf das Spiel. Was würde es für dich bedeuten, wenn du ein Tor in Münster schießen würdest? Möglicherweise zum Punktgewinn oder zum Sieg? Ja, das will mir nichts bedeuten. Also ich will einfach, dass die 3 Punkte in meine Mannschaft kriegen. Und also daher ist es eigentlich wichtig, wer bei uns die Tore schießt. Und wenn ich das mache, dann, ja, dann werde ich auf jeden Fall nicht jubeln. Das ist ja klar aus Respekt. Also daher am Ende die 3 Punkte zählt. Benni, würdest du jubeln, wenn du ein Tor schießen würdest? Du bist ja schon ein paar Jahre in Münster. Osnabrück liegt auch schon mehrere Jahre zurück. Es wäre fatal, auf den Zaun zu gehen und da rumzuposaunen, natürlich nicht. Aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, natürlich würde ich auch jubeln, weil ich schieße nicht so viele Tore, von daher muss ich es natürlich ausnutzen, wenn ich mal ein Tor schieße, zu jubeln, ja klar. Ist das immer noch ein besonderes Spiel für dich, zu sagen Münster gegen Osnabrück? Hast du da noch ein bisschen mehr Motivationsschub als sonst? Ja, die Motivation ist auf jeden Fall da. Man spielt sehr gerne gegen einen Verein, wo man früher mal gespielt hat. Motivation, glaube ich, braucht kein Spieler morgen irgendwie richtig zu haben, weil Motivation ist alleine, dass man gegen eine Derby-Mannschaft spielt. Und von daher, Motivation kommt von ganz allein und Emotionen werden natürlich im Spiel im Vordergrund stehen. Und wer die Emotionen im Griff hat, der wird das Spiel auch gewinnen morgen. Adi, 12 Tore in dieser Saison. In Münster lief es nicht ganz so rund. Warum hat es in Münster nicht so ganz gepasst? Und was ist das Gute jetzt in Osnabrück? Ja, ich bin wieder zu Hause. Also ich fühle mich wohl in Osnabrück. Und bisher lief wirklich für mich richtig sehr gut. Und in Münster bin ich angekommen in eine Mannschaft, wo alle Stücke funktioniert haben. Und das war für mich schwer, in die Mannschaft reinzukommen. Aber in den Spielern, die ich gespielt habe, immer versucht, Gas zu geben. Und ja, ich glaube, da kann ich mir nichts vorwerfen. Ja. Okay, letzte Frage. Steigt Münster auf am Ende der Saison? Das hatten wir ja schon im Trainingslager mal besprochen. Da warst du ja auch da. Münster steigt auf, weil wir den Platz halten wollen und auch möchten und am Ende auf Platz 2 oder Platz 1 stehen wollen. Und dann wird Preußen Münster aufsteigen. Steigt Osnabrück auf? Ja, das weiß ich ja nicht. Also wir gucken auf jeden Fall Spiel zu Spiel. Und was da rauskommt, dann werden wir es mal sehen. Ja. Ich wünsche euch viel Spaß und dass der Bessere gewinnt morgen, oder? Danke.